Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin, in dem die regionale Musikszene aufs Äußerste gefeatured wird. Und wir gehen zurück zur vierten Newcomer TV-Nacht, die unlängst, nämlich am 30. Juni, in der Portstraße Jugend und Kultur stattgefunden hat. Vier fantastische Bands am Start und wir präsentieren euch in der heutigen Sendung die zwei letzten Bands, die dort gespielt haben. Fangen an mit einer Band, die ein bisschen Stoner macht, Progressive-Musik und irgendwie Filmmusik, ja, Filmmusik mit einer unglaublichen Energie, die haben sogar eine Leinwand mitgebracht, wo sie irgendwelche Filme zu ihrer Musik gezeigt haben und so. Und sie haben uns mitgenommen sozusagen zur Odyssee im Weltraum und wir sind geschwebt zu den Klängen und Rhythmen dieser Band. Willkommen bei einem fantastischen Konzert von Hamm. Schön, euch hier zu haben, vor allen Dingen, weil ihr eine Band seid, die, es gibt noch ganz wenige davon, die zwar jetzt nicht 100% instrumental, aber doch weitgehend instrumentelle Musik machen, fast wie Filmmusik. Was ist die Intention, die euch dazu treibt, diese Musik, die ihr macht, zu machen?
Ja, der Harry hat mich gefragt, ob ich mitmachen will bei dem Projekt. Der Harry ist schuld. Das war seine Idee. Kräftig, langsam, stumpf, wenige Worte. Und wenn, dann ganz klare, reduzierte Aussagen. Das ist bei dir ähnlich? Das ist bei mir sehr ähnlich, nur hier hat mich der Martin gefragt. Ja, genau. Das heißt, ihr habt euch gegenseitig gecastet? Ja, ja. So war es tatsächlich, ja. Ja. Ich kenne ja Bands, bin ja auch schon lange unterwegs und habe auch schon in Bands gespielt. Da hat man eigentlich noch nicht mal wirklich Hallo gesagt, sondern jeder stand dann schon im Proberaum an seinen Instrumenten und da hat man gleich losgelegt, 3 Stunden miteinander Musik gemacht und dann ist man gegangen und hat vergessen, Tschüss zu sagen. Kann sowas bei euch auch passieren? Also bisher kam das noch nicht vor. Wir konnten uns bisher immer ganz gut begrüßen und wussten auch noch, wie der andere heißt. Und wir wissen auch noch, wie unsere Titel sind. Also wir warten ab. Manchmal machen wir auch Supervision erstmal gemeinsam, wenn man von der Arbeit kommt und klagt, das war halt wieder scheiße. We'll be right back.
Jetzt habe ich den Begriff, der mir vorhin beim Intro gefehlt hat. Post-Rock. Das ist die magische Formel, die Hamm sozusagen verbindet, die Jungs von Hamm in ihrer Musik. Und ich hoffe, ihr wurdet genauso durch die Universen getragen wie wir. Auf jeden Fall war es ein fantastisches Konzert und geht auf, kann es immer nur wiederholen, geht auf die Seiten der Bands, die wir euch hier in unserer Sendung vorstellen und vor allen Dingen auf die Konzerte dieser Bands, weil sie sind nicht nur bei Newcomer TV unterwegs gewesen, sondern sind auch noch weiterhin dieses ganze Jahr auf den Bühnen der Region für euch unterwegs, um euch fantastische Musik in die Ohren und in die Herzen zu bringen. Und eine Band, die uns komplett überzeugt hat, nicht nur mit in ihrem Outfit, sondern auch im Interview und vor allen Dingen mit ihrer Musik, ist eine Band aus Dreieich, die im weitesten Sinne auch Alternative Rock macht. Eine etwas größere Besetzung. Und sie haben quasi im wahrsten Sinne des Wortes die Bühne zerlegt in der Portstraße. Willkommen bei einem kleinen Konzertausschnitt von Misprint. We'll be right back.
ist es, als Frau unter so vielen schönen Männern in einer Band zu spielen? Schön, ist ein angenehmes Gefühl, macht Spaß. Mache ich jetzt auch schon seitdem ich 15 bin. Ja, genau. Ich bin so mit am längsten drin in der Band mit Luca, unserem Schlagzeuger. Ah. Genau. Das heißt, ihr hattet dann ein paar Castings, ein paar Leute wurden entsorgt und jetzt sind die Besten der Besten dabei. Genau, ja, so sieht's aus. Aber erst seit 2022. Viele Kompositionen entstehen ja entweder an den Gitarrenseiten oder am Keyboard. Ist es so bei euch auch, dass du viele Themen reinbringst in die Band? Und also ich habe bis jetzt, ich bin erst seit etwas länger als einem Jahr dabei. Da sind erst ein paar neue Lieder entstanden. Und wir jammen auch manchmal einfach am Anfang, um uns einzuspielen. Manchmal entstehen dann da einfach irgendwelche Sachen, die wir dann später auch in fertige Songs mit einbringen. Drinking stars so bright. Our lives get down.
Das ging doch total ab, oder? In die Füße, in die Seele, in die Ohren. Misprint auf der vierten Newcomer-TV-Nacht. Und in der heutigen Sendung hattet ihr das Vergnügen mit Hamm und eben mit Misprint. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen, weil wir sind schon wieder mal am Ende unserer kleinen Magazinsendung angekommen. An der Kamera der wunderbare Jochen von Newcomer-TV. Ich wollte nochmal auf den Stoffel eingehen. Ah, ich danke dir, Jochen, super. Also, wir sind schon fast am Ende der unserer Sendung angekommen, aber ich möchte euch noch kurz ein Festival, was im Guntersburgpark zurzeit stattfindet, nämlich das Stoffel oder der Stoffel, ich weiß es nicht. Bei freiem Eintritt spielen jeden Abend fantastische Bands für euch auf. Ihr könnt auf der Wiese sitzen, ihr könnt Würstchen essen und Bier trinken. Das ist einfach total geil und es sind wahnsinnige viele Menschen um euch herum, weil wir sind im Jahr nach Corona und da geht alles wieder ab. Und vom 21. Juli bis zum 6. August die Sommerwerft an der Weseler Werft, Theaterbühnen, das Beduinenzelt, jeden Tag Konzerte mit tollen Bands, Filme. Man kann wunderbar essen, man kann draußen sitzen, direkt am Fluss. Was gibt es Geileres? Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir euch mit dieser Sendung auch die regionale Musikszene wieder ein bisschen näher gebracht haben. Supportet uns auch, geht auf YouTube Newcomer TV einfach eingeben und in den Kommentaren sagt uns, was ihr davon haltet. Ansonsten bleibt uns gewogen. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause live, ja, weil normalerweise finden die Konzerte ja immer am letzten Freitag im Monat statt. Es geht wieder los am letzten Freitag im September und dann September, Oktober, November wieder drei Newcomer-TV-Nächte, die vor uns liegen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war der Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikrofon. Ciao, arrivederci, habt einen schönen Sommer. Tschüss.